Die Apple Vision Pro ist eine wirklich gute Brille, aber... Boah, ich habe plötzlich ein riesiges Musikfeld vor mir. Ich laufe einfach da durch. Man merkt natürlich jetzt die erste Generation von dem Produkt. Also viel laggt halt noch ein bisschen rum. Und es gibt eben so ein paar Dinge, die müssen bei der zweiten Generation einfach besser werden. Vor allem für über $3.500. Der Travel Mode ist noch nicht so ganz geil. Ich sag, Travel Mode ist on, aber das Tracking so ganz funktioniert. Es buggt so ein bisschen rum. Und natürlich sieht man nicht die echte Realität, sondern halt nur das Bild von Kameras. Da sieht's normal aus. Mich flackert das extrem. Eigentlich sehr hell gerade, aber die Vision Pro dreht alles krass runter. Ich glaube, ich kann zum ersten Mal sagen, ich sehe die Welt durch ganz andere Augen. Ironisch ist, du kannst dein iPhone mit Face ID mit der Vision Pro nicht entsperren. Das ist iPhone 15 Plus. Was mich irritiert, ist, die Vision Pro Icons sind rund und die hier nicht. Du kannst Fenster legit von dir wegschieben. Die sind immer noch in der Luft. Ich gehe von den Einstellungen weg. So, jetzt nach 2 Stunden, ich merke, dass sie drückt. Sie drückt vorne in die Stirn, sie drückt unten so seitlich der Nase. Was für die nächste Generation ganz cool wäre, wenn der Akku, den ich jetzt in der Hosentasche trage, irgendwie auf die Hinterseite des Kopfes wandert, weil ich glaube, das gleicht das Gewicht nochmal so ein bisschen aus.